Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Es hieß, Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo, der Dresdner Weg. Ich stehe, sei mal still, ja? Jetzt kommt was Ernstes, jetzt mach mal keinen Quatsch, bitte. Jetzt kommt wirklich was Ernstes, weil Dynamo fördert den Breitensport, Dynamo fördert die Jugendarbeit, Dynamo ist gut für unsere Kinder, haben wir gehört. Guckt man in die Satzung von Dynamo Dresden, dann steht drin, dass das Ziel und der Zweck von Dynamo Dresden ist Herrenmannschaft, Herrenfußball, und die Kinderarbeit ist dazu da, also die Arbeit an Kindern und Jugendlichen ist dazu da, dass sie in den Herrenmannschaften spielen. Das heißt, sie haben nur Jungsmannschaften und fördern nicht, es steht so in der Satzung, steht so in der Satzung, und Ihre Pressesprecherin oder so hat mir das auch so in der Mail geschrieben. So, ich finde auch auf der Homepage eigentlich keine Frauenmannschaft, also weiß nicht, vielleicht mache ich mich hier zum Obst, aber dann schicken Sie mir das, wo jetzt in welcher Liga die Frauenmannschaft spielt, und dann habe ich mich hier zum Obst gemacht. Ansonsten ist das wahr, was ich gerade gesagt habe, und jetzt kann ich es abkürzen, das ist sozusagen einfach eingebaute Ungleichheit. Ja, man kann sich nicht aufregen oder wundern, dass man am Ende nicht irgendwie guten Frauenfußball oder gutes irgendwas hat, man kann jetzt irgendwas einsetzen, wenn man es gar nicht von Anfang an fördert. So, und deswegen wird es von Piraten, deswegen wird es von mir nie wieder einen Cent für Dynamo geben, solange das in der Satzung steht und solange ich nicht ein Frauenfußballspiel angucken kann. Dankeschön. Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch ein Gruß an diejenigen, die vielleicht Dynamo mögen und jetzt zuschauen, was sie jetzt erlebt haben, ist natürlich, dass jeder da versucht, wahlkampftechnisch noch ein bisschen was abzuräumen. Und es ist kein Wunder, dass die AfD das tut, weil die lebt ja in der Vorstellung, dass unter den Fans von Dynamo so mancher sie wählen würde. Und es ist auch klar, dass Herr Schulte-Wissermann sozusagen ein bisschen in dem Spektrum sammeln will, was Dynamo nicht so leiden kann und deswegen ein bisschen auf Dynamo rumhackt. Das kann man alles tun, was ganz kurz von der Seite. Ich muss auf die Sachen, was Herr Kiesling gesagt hat, antworten. Ja, noch lacht er. Ja, also die Piraten und ich selber, ich habe nichts für und nichts gegen Dynamo. Ich finde Sport schön, man kann sich's angucken. Ich gehe auch ganz manchmal gerne irgendwo hin. Das ist gar nicht der Punkt. Das war auch gar nicht mein Punkt. Jetzt hör doch mal auf, so zu grinsen. Mein Punkt war, dass wir hier etwas haben, wo strukturell eingebaut Ungleichberechtigung ist und wir mit staatlichem Geld, mit kommunalem Geld diese Strukturen halten, stärken, fördern, und diejenigen, die das ansprechen, die komischerweise muss der Pirat hier stehen, und derjenige aus der selbsternannten Gleichberechtigungspartei, die Linke, lacht mich dafür aus. Das hat mich geärgert.